sind hier in Lindlar, an der Jugendherberge Lindlar. Die Feuerwehr ist gerufen worden gegen circa 20 vor 9 zu einer Geruchsbelästigung. Wir hatten hier entsprechend eine vollbesetzte Jugendherberge mit insgesamt 103 Bewohnern, 93 Kindern, 10 Erwachsene als Betreuer. Die waren schon alle aus dem Gebäude raus. Wir hatten eine ganz leichte Verrauchung im Eingangsbereich festgestellt und die Betreuer berichteten von Kindern mit Kopfschmerzen, leichten Kratzen im Hals aufgrund des Rauches. Die Feuerwehr konnte mit ihren Messgeräten vor Ort hier nichts mehr feststellen. Es war olfaktorisch, also über die Nase, war noch eine Geruchsbelästigung feststellbar. Wie gesagt, die Messgeräte der Feuerwehr haben hier nicht mehr angeschlagen. Also CO ist halt ein geruchs- und geschmacksloses Gas. Der Mensch merkt das nicht, wenn sich das in der Umgebungsluft befindet. Natürlich gerade im Heizungsbereich, wobei zur Heizungsanlage, das befindet sich derzeit noch in der Klärung. Was man sagen kann, dass heute eine Heizungswartung stattgefunden hat. Die Heizungsprotokolle sind aber alle in Ordnung. Deswegen können wir das nicht bestätigen oder beziehungsweise nicht verneinen, ob die Heizung dafür Auslöser war. CO selber, wie gesagt, ist ein geschmacks- und geruchloses Gas und wirkt halt gefährlich auf den Körper, auf die Wirkung Blut, Nerven und Zellen. Dadurch, dass man es nicht riecht, bekommt man das halt bis zu einem gewissen Grad nicht mit. Einsatzkräfte schützen sich normalerweise halt im ersten Schritt durch Messgeräte davor. Wir haben Messgeräte, die das messen und halt natürlich durch unluftabhängigen Atemschutz. Aber das war an dieser Einsatzstelle nicht erforderlich. Wir haben hier insgesamt 19 Personen gehabt, 16 Kinder, 3 Erwachsene, die zumindest über Kopfschmerzen, leichte Kopfschmerzen geklagt haben und Reizungen im Halsbereich. Die sind alle dem Rettungsdienst zur Sichtung vorgeführt worden. Da konnte keine Feststellung mehr jetzt gemacht werden. Kinder sind auch entsprechend, da sind die Blutgasmesswerte oder Blutgas ist noch gemessen werden, speziell auf CO hin. Auch da ist keine Feststellung. Das heißt, die Kinder gelten bei uns als Betroffene und wir werden die auch wahrscheinlich hier lassen. Eine Zuführung zum Krankenhaus ist derzeit nicht vorgesehen. Wir haben das Gebäude jetzt zusammen mit dem Heizungsinstallateur begangen, haben die Heizungsanlage abgeschaltet, haben umfangreiche Lüftungsmaßnahmen vorgenommen im Gebäude. Und das weitere Vorgehen ist, wir stimmen uns hier gleich noch ab.